zusammen. Aber jetzt bin ich nicht. Langsam. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Eisenbahnmuseum in Bochum. Ja, na komm jetzt, zieh drauf. So, dritter Versuch, das Intro jetzt einzusprechen, ohne dass auch jetzt irgendeine Störung kommt. Und morgen erstmal zusammen. Ich bin jetzt heute auf dem Weg zum Eisenbahnmuseum in Bochum. Ja, da war ich mal halt vor Ort, ein paar Fotos machen, vielleicht das ein oder andere Video. Ja, auch da wird es jetzt leider so sein im Nachhinein, dass die ganzen Bilder und so weiter dann, dass da keine Musik eben halt ist, weil es ist eben halt das Problem bei mir, das Programm, womit ich eben halt arbeite, stellt Musik bereit. Sobald ich aber die Musik verwende, ist dann wieder YouTube am Rummeckern von wegen hier, ja, wie nennt sich das jetzt nochmal? Dass ich angeblich kein Recht habe, die Musik zu nutzen. Ich verstehe es nicht. Ich zahle dafür. Ja. Ja. Auf jeden Fall viel Spaß.
du denn noch? Ja. Auf die erste Latte, ne? Wir haben dort eine Fahrrad haben wir wieder. Ne, beide haben wir wieder. Welche Fahrrad? Also bei uns. Ja, ja. Ja. Michael und Martin, die haben Bauwagen im Garten, ne? Den haben die richtig schön kennengelernt. Ja. Echt richtig fein auch. Das Martin, der steht bei euch total falsch. Ja, soll er bei euch im Bolling sehen, oder? Nee, die hätte bei uns im Tannen stehen sollen. Also tut mir leid, ich habe hier ein paar kleine Stadtbücher. Können wir was helfen? Ja, da unten müssten so Hemmschuhe liegen. Dann bräuchte ich mal einen. Hemmschuhe liegen nämlich. Okay. Ja. Was? Warte, ein bisschen Straße. Ja, da, die Dinger da unten. Ja, einmal als ich wollte. Dann bin ich über die Verbände abgekommen. Oder musste da aber rennen. Mhm. Da muss man immer mit der Truhe durchgehen. Thank you.
Thank you.
Das ist eine ganz große Dampflok. Ja. Ja. Ich will dir so ein bisschen was erklärt haben. Ein bisschen wispelgierig, der Kleine. Aber das ist ja nicht verkehrt. Geht Licht an.
Dann sieht man ein bisschen was.
Motor 1 und Motor 2. Luftpresse. Geil. Okay, ich bin nach vorne wieder weitergegangen. So, jetzt wieder auf dem Rückweg vom Eisenbahnmuseum in Bochum. Erlebnisreicher Tag mit der Feldbahn draußen gefahren. Da haben die ja hinten von der Grube, die ja früher unter Tageuntersetzer waren, solche Wagen, da konnte man dann mitfahren. Und auch so jede Menge gefilmt und fotografiert. Da war auch da mal so eine merkwürdige Dame. Die filmen und fotografieren mich jetzt hier nicht. Also, ich bin auch nur dem, wenn du nicht willst, dass du irgendwie dann von mir dann fotografiert wirst, dann lauf nicht einfach mitten durch, wenn ich da gerade eine Aufnahme mache von der Eisenbahn. Und ja, jetzt gerade noch mal zum Schluss ein Ärgernis gehabt. War nämlich auf dem Parkplatz gewesen, beziehungsweise auf dem Parkplatz wieder eben als zum Auto hingegangen. Und dann stehe ich gerade an der Fahrradtür von mir, guck nach unten, sehe nur noch jede Menge Scherben, sehe nur noch eine Scherbe genau unter meinem Reifen liegen. Deswegen, also ich hoffe mal jetzt, dass auf der gut 70 Kilometer langen Heimfahrt, die ich jetzt vor mir habe, da mir nicht irgendwie die Reifen um die Ohren fliegen.